So, gleich schon mal ein paar Fackeln anbringen, weil wenn die Lava gleich weg ist, ist es dunkel. Nein, wie gesagt, solange das bei solchen Malten Teleport oder sowas bleibt, ist ja alles cool. Sie sieht mich. Jo, hier geht's auch noch Redstone. So, da geht's auch noch bergab. Aber bevor wir da runter gehen, gucken wir uns hier dann doch nochmal um, weil hier ist doch noch einiges zu entdecken. Und hier ist auch leicht erreichbares Eisen. So, die erste Eisenspitzhacke ist auch schon wieder im Arsch. Das ist halt einer der großen Nachteile an diesen Eisengedönsdingern. Sie halten halt einfach nicht lang. Das war jetzt nicht der Plan. So, dahin und dahin, so dass ihr auch ein bisschen was seht. So, hey, hier ist ein Wasserfall. Den nutze ich jetzt auch direkt einfach mal, um bis hier runter zu kommen. Hier habe ich wirklich ein XXL-Höhlensystem entdeckt. Wirklich um einiges größer als ich. Fuck! Ich bin in Lava gefallen. Ganz in deiner Nähe. Ich habe es überlebt. Schon, dass hier Wasser ist. Ja, aber ich bin hier unten auf einem kleinen Steinblock gefangen. Dieses scheiß Auto-Jump. Ich muss es ausschalten. Es ist automatisch aktiviert gewesen. Ein Herzinfarkt später. Ich meine, du wärst ja jetzt hier gewesen. Nicht gut. Oh. Hier. Skeletor. Er hätte mich fast wieder in die Lava geschossen. Ich will doch jetzt nicht sterben. Geh doch einfach weg, du dummes Skelett. Und dann kommt sie auch noch und klaut einem das Gold. Ja, wieder aufreibende Momente hier in der Höhle. Ich höre schon wieder ein Skelett. Nee, das war der zweite. Unfair, du hast eine Diamantspitzhacke. Was? Unfair, du hast eine Diamantspitzhacke. Ja. So, da ist auch noch Lava. Ich will eigentlich nicht zur Lava. Ich habe Angst vor Lava. Ich gehe mal hier lang. Ich habe hier gerade einen Weg gemacht. Wo? Ah, da ist so viel. Ja, dann erforsch du mal die Ecke hier. Ich habe hier noch Kohle und Eisen gefunden. Wobei ich ja eigentlich auf Diamantensuche war, aber ich halte mich hier so lang auf, weil ich hier alles anschaue und in jede Ecke reingehe. Diamanten. Dein Ernst jetzt? Ja. Ich kotz. Willst du's ab? Bause ab. Ich klause dir später. Die verkauft sie mir dann wieder für teures Eisen, weißt du? Ja, schwierig hier abzubauen. Siehst du mein Name irgendwie? Nee, gerade nicht. Aber du wirst wahrscheinlich ja irgendwo in diese Lava-Ecke da gelatscht sein. Ja. Das ist direkt
auf einem Lavafluss. Stirb einfach nicht. Zur Not lass die Diamanten, wo sie sind. Nur stirb nicht. Das ist das Wichtigste. Tower 1. Hat sich also nicht gelohnt, dein Leben zu riskieren. Da kommt ein XP-Kügelchen angeflogen. Okay, das ist eine Sackgasse. Ich habe doch gerade hier so eine Kack-Dinge aufgesammelt. Okay, ich muss kurz dieses Kack-Auto-Jump ausstellen, bevor ich nochmal in Lava springe. Grafik, Sprache, Ressource, Steuerung, automatisch springen aus. So. So, da ist auch wieder nur Lava am Start. Dann schauen wir mal, wie es da hinten aussieht. Lava. Ah, hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Gold, das nehmen wir mit. Obwohl Gold ja, wie schon erwähnt, eins der unnötigsten Ressourcen eigentlich in Minecraft ist. So. Weil, sind wir mal ehrlich, ich habe noch nie jemanden sagen hören, lass uns auf Höhlentour gehen, wir brauchen Gold. Habe ich noch nie gehört und wird wahrscheinlich auch nie irgendjemand sagen. Zumindest würde er es nicht freiwillig zugeben, er würde es offscreen machen und denken, hihihi, mein Gold. Redstone ist für mich da eigentlich genau auch so ein Kandidat, weil ich kann damit wirklich eigentlich so gut wie nichts anfangen, weil ich einfach zu blöd bin für dieses ganze Redstone-Gedöns. Lava doch nicht. Naja, was, ich schaff's dann einen kleinen Schaltkreis zu machen, dass ich ein Licht anmachen kann. Ja, aber wenn du dich da rein... Ja, aber da habe ich den Nerv nicht dafür. Sack. Komm schon, du hast bei der gemoddeten Welt alles mit... Bei der gemoddeten Welt, da habe ich nichts mit Redstone gemacht. Da tue ich Kabel verlegen. Weißt du, so. Also Redstones? Nein, keine Redstones. Einfach fertige Kabel, die ich einfach an einen Schalter anschließe und dann Strom und fertig. Ja, damit muss ich mich auch vorher befassen, weil ich bin einfach der Meinung, das ist nicht ganz so kompliziert wie Redstone. Ja, und wie oft hast du dich damit befasst? Mit Redstone nicht so häufig, bin ich ja ehrlich. Aber es ist auch so. Hm? Ich habe einen Diamant gefunden und noch ein Namensschild. In der Truhe hier. Hier kannst du dir gleich rausnehmen, die zwei Namensschilder. Ja, gib mal. Ich habe vier Stück, also wenn du ein paar übrig hast. 64er-Stick und... Ja, dann halt mal... Nein, ich mein Stick. Nein? Nein! Das heißt, ich muss die Pfeile in Erden halten. So, wir sind hier übrigens schon wieder in irgendwie einem völlig neuen Abschnitt, wo noch keiner von uns war, weil hier noch nirgends eine Fackel rumsteht. Ja, da kannst du dich drüber freuen. Ernsthaft, wie viele Truhen sind da noch? Okay.
Eigentlich müssten wir mal auf Discord gehen, dass man dich auf der Aufnahme besser hören kann. Weil man hört dich zwar schon, aber meistens nur so im Hintergrund, weißt du? Du Arsch! Weißt du, das schreckt mich hier zu Tode. Ich denke schon wieder irgendwo an Skeletoren und so. Und ja, ich nenne sie Skeletoren. Habe schon wieder nur noch halbes Leben. Erstmal eine Kartoffel reinschieben. Aber ja, du hattest recht, die Kartoffeln reichen schon lange. Ich habe erst 20 Stück verbraucht. Von den weiß nicht 94 oder 100, wie viel ich dabei hatte. Aber ich habe eben immer noch keine Diamanten gefunden. Ja, einen hier eben in dieser Truhe da. Das ist ja aber auch nur so eine halbe Sache. Ihr wisst, was das heißt. Das hier. Dein Ernst? Du kannst mich mal. Einfach. So, dasselbe funktioniert natürlich auch mit Redstone und würde auch mit Lapis Lazuli funktionieren, aber es lohnt sich halt erst so. Ich kick dich gleich vom Server. Würde natürlich eben auch so mit Sachen wie jetzt Diamanten, Gold, Redstone, Lapis Lazuli, mit allem funktionieren, diese Blockmachtechnik hier. Aber es lohnt sich halt natürlich erst, wenn man so zwei oder drei Stacks davon hat. Beim Lapis Lazuli hat es sich jetzt eigentlich noch nicht gelohnt, weil es mir immer noch zwei Plätze zuklumpt. So, jetzt haben wir hier schon mal wieder ein kleines bisschen Ordnung drin. Da portet sie sich einfach in meine Höhle und klaut mir alles.